Okay, hallo Britta, freut mich sehr, dich hier im Videocall, im Interview zu haben. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, weil du kannst nicht reden, ja. Danke, das freut Deshalb mich haben wir natürlich auch, auch. Dankeschön, dass das gut klappt. Freut mich sehr. einen Dolmetscher auch dabei. Und bevor wir zuerst zu deinem Fall kommen, ja, wie du unter dem und auch deine Kinder unter dem Jugendamt und Familiengericht leiden, erzähl doch ein bisschen von dir selbst. Was ist deine Kondition? Ja, womit hast du selber zu kämpfen? Vielleicht ja gar nicht so, vielleicht hast du gar nicht so mit deiner Kondition zu kämpfen, sondern damit, wie andere denken, ja, welche Auswirkungen das auf dich als Mutter hat. Erzähl doch mal kurz ein bisschen über dich. Also allgemein über mich als Person ist die Frage, oder? Genau, warum haben wir hier einen Dolmetscher dabei? Ja, warum kannst du nicht sprechen? Ja, wie kommst du da durchs Leben? Und dann auch, wie das eben, was es für dich als Mutter bedeutet. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert, aber ich versuche mal darauf zu antworten, sagt sie. Und zwar, ich bin Mutter, ich bin gehörlos, habe mit verschiedenen Leuten zu tun, auch in meinen Alltagssituationen, ganz viele Erfahrungsaustausche. Ja, was soll ich groß erzählen? Ich interessiere mich für Philosophie zum Beispiel, Reisen, ja, solche Dinge. Also es gibt ganz viele verschiedene Bereiche. Ich lese auch sehr, sehr viel und lese auch sehr, sehr gerne. Es gibt ganz viele verschiedene Themen, worüber ich mich interessiere. Ja. Okay, danke. Ja, danke schön. Das heißt, dass du gehörlos bist, schränkt dich eigentlich nicht weiter ein in deinem Alltag. Also mich schränkt schon im Alltag ein paar Situationen tatsächlich ein. Man nennt das bei uns in unserem Fachjargon auch Deaf-Audismus. Das bedeutet quasi, dass die Hörenden so ein bisschen mehr die Macht über uns Gehörlose haben, dass uns immer ganz viel Steine in den Weg gelegt werden, wir ganz viel kämpfen müssen, um irgendwie gleichberechtigt handeln zu können und auch leben zu können. Die Hörenden werden oder die Hörenden bevormunden uns auch sehr, sehr oft, weil die ganze Gesellschaft sich auf das Hören fixiert. Und das ist so ein bisschen ein Problem für mich, auch in meiner Alltagssituation. Das ist dann auch das Ableismus. Wie gesagt, ganz viele Barrieren. Wenn ich jetzt versuche, mit Hörenden irgendwie in Kontakt zu treten oder in der Gesellschaft teilhaben zu können, das ist immer so ein Riesenproblem, weil sich alles immer nur auf das Hören fixiert. Ob es in der Behörde ist oder ob es im Supermarkt ist, in Geschäften sind, werden mir Steine in den Weg gelegt, Barrieren aufgebaut. Und das ist für mich sehr, sehr schwierig in solchen Situationen. Genau, und es ist nicht einfach, auch in Alltagssituationen. Und ich muss im Alltag immer und immer wieder kämpfen. Und es ist nicht einfach das Leben, genau. Okay, ich kann mir das so vorstellen, wie wenn man so mit Menschen zusammen ist, die eine Sprache nicht sprechen, ja, und dann einigt man sich ja darauf, dass man zum Beispiel Englisch zusammenspricht. Wenn dann aber am Tisch trotzdem die anderen zum Beispiel miteinander Deutsch sprechen, obwohl der andere kein Deutsch kann und man sich eigentlich verständigt hat, Englisch zu sprechen, dann ist man ja quasi auch ausgeschlossen und versteht gar nicht, was die da jetzt auf Deutsch miteinander reden, als jemand, der kein Deutsch kann. Also so kann ich mir das vorstellen, dass man in der Art da ausgeschlossen wird aus der Gesellschaft. Richtig, ganz genau. So kann man das auf jeden Fall verstehen. Ja. Ähnliche Situation. Okay, und wir haben ein kleines Vorgespräch gehabt. Du hast mich ja kontaktiert, um über deinen Fall zu erzählen. Wenn ich es richtig verstehe, wirst du ja mit Mitteln des Jugendamts von deinen Kindern jetzt ausgeschlossen, weil du gehörlos bist.
Genau, es wird mir Erziehungsunfähigkeit vorgeworfen vom Jugendamt, tatsächlich auch schriftlich aufgrund meiner Gehörlosigkeit. Mir wird vorgeworfen, ich sei depressiv, schwer depressiv, wäre krank. Und das sind Sachen, die einfach aufgeschrieben wurden oder die behaupten das. Es gibt keinerlei Nachweise diesbezüglich und es wurde auch nie thematisiert. Angeblich wäre ich 24 Stunden, 7 Tage die Woche bettlägerig. Und das sind Sachen, man will versuchen, mir tatsächlich die Kinder wegzunehmen. Dazu kommt natürlich auch, dass ich auch noch teilweise blind bin. Das kommt noch hinzu, das erschwert die Situation auch. Aber ich kann leben, ich bin alltagstauglich sozusagen. Gehörlos, fast blind, Rheuma, das sind Sachen, die über mich festgestellt wurden, angeblich ohne, dass irgendjemand mich mal untersucht hat. Und es gibt keinerlei Nachweise diesbezüglich. Und das ist wirklich sehr schwerwiegend. Und das hat wieder damit zu tun, weil die Gesellschaft eine hörende Gesellschaft ist, alles, was mit dem Sinnorgan Hören zu tun hat. Und mir wurde dann zur Last gelegt, ja, eine gehörlose Person könnte keine Kinder erziehen, gehörlose Person kann das nicht, das nicht, das nicht. Und das ist sehr schwierig für mich. Ich muss mal kurz eine Rückfrage stellen. Die Erganungspflege, wenn ich das richtig verstanden habe als Dolmetscher jetzt, das ist wohl die Bevormundung und gleichzeitig auch ein Besuch zum Kinderpsychiater. Und da wurde behauptet, dass ich schwer krank sei, Depression hätte, ich wäre komplett blind, taub, also gehörlos. Und 24 Stunden, 7 Tage die Woche bettlägerig. Und es gab keinerlei Ärzte oder Mediziner, die sich das tatsächlich angeschaut haben. Und das wurde als Diagnose festgehalten. Und das ist das Ablemismus. Ganz klar, dass es wir in einer hörenden Gesellschaft leben, wo sich alles auf das Hören konzentrieren. Meine Kinder, Kinder sind im Heim jetzt. Ja, die Kinder sind jetzt im Heim untergebracht. Und ich kämpfe jetzt wenigstens für das vorläufige Sorgerecht. Das war am 30. Juni. Und die bleiben aber nach wie vor im Heim. Und das sind Sachen, die ich so nicht akzeptieren kann. Weil wir uns nicht einmal persönlich getroffen haben. Und es werden einfach Dinge in den Raum gestellt, die nicht stimmen. Und dann kam ein Brief, es eine Bevormundung geben soll, eine Vormundschaft. Und das stimmt alles überhaupt nicht. Es war nur eine Rechtspfleger, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht lass uns mal das Ganze noch ein bisschen aufdröseln. Mhm. Also das heißt, das Einzige von den Vorwürfen, was stimmt, ist, dass du gehörlos bist. Ja, okay, gehörlos, dass du korrekt. Blind bist, stimmt nicht. Dass du depressiv seist, stimmt nicht. Dass du bettlägerig seist, stimmt nicht. Nicht so schnell, klar, Moment. Einen Moment. Ja. Also depressiv. Depressiv stimmt nicht. Ja, was hatten Sie noch gefragt? Was hattest du noch gefragt? Bettlägerig. Nein, auf gar keinen Fall. Stimmt auch nicht. Wir sehen ja, dass du gerade sitzt. Also das stimmt ja nicht. Dann mit Rheuma. Genau.
hattest du gesagt? Nein, das stimmt auch nicht. Räume habe ich auch nicht. Es ist eine Form von Arthrose, die ich tatsächlich habe, aber das spielt ja überhaupt keine Rolle mit der Erziehung. Und Rheuma stimmt definitiv nicht. Okay, und diese Vorwürfe wurden in den Raum gestellt, ohne dass eine Fachperson die jemals bestätigt hätte. Korrekt, ich wurde keinerlei angeschaut. Richtig. Okay, das ist typisch fürs Jugendamt. Ja, da werden Aussagen gemacht, psychologischer Art, ohne dass im Jugendamt die Kompetenz dazu herrscht. Das sind ja alles nur Sozialpädagogen. Es sind weder Psychiater noch Mediziner, noch Psychologen oder Therapeuten. Korrekt. Und niemand von den Fachkräften hat mich irgendwie auch nur ansatzweise angeschaut. Die kennen auch überhaupt keinerlei Thematiken in Hinsicht auf der Gehörlosigkeit. Auch ich brauche ja immer einen Gebärdensprachdolmetscher. Das wird mir jedes Mal verwehrt. Ich kämpfe, ich muss immer wieder kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und um die Kommunikation zu sichern, so wie jetzt hier auch, brauche ich einen Gebärdensprachdolmetscher. Und das wird mir immer wieder verwehrt. Okay, wer ist denn das konkret? Welches Jugendamt und welche Personen sind da verantwortlich dafür? In Bad Tölz, das Jugendamt in Bad Tölz. Und willst du auch die Personen nennen, mit denen du da zu tun hast, die diese Vorwürfe machen? Mischow, Frau oder Mann? Ah, Misow, Entschuldigung, Misow. Frau Misow. Okay, also Martha, Ida, Siegfried, Otto, Friedrich. die Frau Misow vom Jugendamt Bad Tölz behauptet also diese ganzen falschen Dinge über dich. Und auf dieser Grundlage wurden dir deine zwei Töchter genommen. Korrekt. Und die Familienhilfe ist noch auf der Seite des Jugendamtes und arbeitet auch massiv gegen mich. Okay, und wann wurden dir deine Kinder genommen und gab es dazu auch einen Gerichtsbeschluss? Letztes Jahr im Januar 2020, am 8. Januar 2020, das war bevor ein das Kind, das sie war vorher, genau, die erste Tochter war auf der geschlossenen psychiatrischen Anstalt oder in der psychiatrischen Anstalt gewesen und ist dann am 8. Januar mir weggenommen worden. Das war die erste Tochter. Moment, jetzt wird es durcheinander. Moment, Moment, stopp, stopp, stopp. Entschuldigung, Entschuldigung, Moment. Also Januar bis April ist die erste Tochter in kinderpsychiatrische Anstalt gewesen. Stimmt. Genau, die erste Tochter war von Januar 2020 bis April 2020 in einer kinderpsychiatrischen Anstalt. Die zweite Tochter war noch zu Hause bis zum 27. Februar 2020. Und dann ab dem 27. Februar 2020 bis Juli 2020 war sie in einer Pflegestelle.
Und dann ab dem 24. Juli war sie dann im Jugendhaus. Okay, das heißt die psychiatrische. Es war wahrscheinlich dann auch Jugendhaus. Ich vermute mal, die Britta weiß es nicht genau. Das wird auch so eine Art Heimunterkunft sein. Ja, das heißt, die psychiatrische Unterbringung geschah auf Anraten des Jugendamts und mit Beschluss eines Familiengerichts. Die Frau Misow, die hat das veranlasst und entschieden, dass meine erste Tochter, ich wurde gezwungen, etwas zu unterschreiben. Sie hat mir gedroht, in Obhutnahme, und ich musste was unterschreiben. Genau, ich wurde gezwungen und habe dann unterschrieben und mir wurde gedroht, und dann ist meine Tochter dann quasi in einem psychiatrischen Aufenthalt gegangen. Okay, das Ganze ist dann ohne familiengerichtlichen Beschluss geschehen. Ohne Gericht, genau. Korrekt. Und gab es seitdem mal einen Gerichtsbeschluss? Danach, ja, am 15. Januar, da gab es einen Teilsorgerechtsentzug. Und dann kam ein Beschluss mit der Unterbringung in einem psychiatrischen Aufenthalt. Vorher nicht, aber danach gab es dann dann gab es einen gerichtlichen Beschluss. Okay, und der Beschluss hat im Grunde bestätigt, was das Jugendamt behauptet hat. Ich denke ja, dass das so bestätigt wurde, sonst wäre meine Tochter ja nicht dort. Ich vermute es mal, ich weiß es nicht genau. Okay, warum vermutest du es? Hast du den Beschluss nicht gesehen? Okay, und Gericht hat. Nein, Entschuldigung, dann das Gericht hat überhaupt nichts beschlossen. Jetzt doch, kleiner Moment. Das ist so ein bisschen von den Daten her, ist so ein bisschen durcheinander. Entschuldigung, ich Ja. verstehe das, weil ich weiß überhaupt, ich bin in der Thematik gar nicht drin, nur Ja. dass du Bescheid weißt. Ja, und dann am 15. Januar. Und da war das Gerichtsverhandlung, das Thema Sorgerechtsentzug war am 15. Januar, genau. Sie war noch in der psychiatrischen Anstalt, dann sollte es verlängert werden und dann wurde ein erneuter Beschluss verhängt bei der Unterbringung, genau. Und da, ich meine danach. Dann. Wer Beschluss? Wer? Gericht oder Jugendamt? Das Gericht. Okay. Und das Gericht hat dir einen Brief geschickt. Ja, das meine ich. Was steht da drin? Genau, das wollte ich wissen. Okay. Genau, also es gibt danach im Januar oder im Februar ist ein Beschluss angefertigt worden, das wurde ihr zugeschickt, sie hat es bekommen und der Beschluss steht drin, dass sie dafür sind, was das Jugendamt mit der Unterbringung vorhat. Genau. Okay. Und willst du erzählen, was dann der Grund für die psychiatrische Unterbringung war? Nochmal bitte. Was war der Grund für die psychiatrische Unterbringung?
wegen Suizidgefahr. Und bestand die wirklich? Und als Ritzen. Nein, stimmt nicht. Bestand keinerlei Hinsicht. Und es waren irgendwelche Kontakte auch mit der Schulpsychologin, aber da weiß ich nicht, was da gelaufen ist. Und ich habe meine, du hast deine Tochter gefragt. Und sie hat. Ah, okay. Und die Tochter hat nichts dergleichen erwähnt. Keinerlei Suizidverhalten, Suizidanmerkungen. Sie wurde auch nicht gefragt, wenn ich das jetzt als Dolmetscher richtig verstehe. Ich frage jetzt gleich nochmal. Ich als Dolmetscher frage nochmal. Deine Tochter wurde gefragt, ob sie selbstmordgefährlich ist oder nicht. Doch, okay. Okay, sie weiß nicht, was das Gespräch tatsächlich beinhaltet hat bezüglich der Suizidgedanken. Ich habe meine Tochter gefragt und sie sagt nein. Und sie behaupten das. Also ich habe meine Tochter gefragt. Also das sind für mich schon zwei Kontroverse. Aber wenn sich ein Kind ritzt, das sieht man ja. Also müssten eigentlich ja schon vorher Anzeichen da gewesen sein. Später, also nachdem... Vorher nicht, nachdem schon, und da hat sie angefangen, sich zu ritzen, ja. Okay, das heißt, das Ritzen kann auch von der Inobhutnahme kommen. Genau, nach einem Monat aufgrund der psychiatrischen Unterbringung hat sie vermutlich dann angefangen, tatsächlich zu ritzen. Sie durfte nicht telefonieren, sie durfte nicht malen, sie durfte an fast keine Sachen teilnehmen. Sie war nur in einem Zimmer vor einer weißen Wand. Sie durfte nicht nach draußen, überhaupt nicht. Sie durfte nicht an die Luft. Das war ganz, ganz schlimm für sie. Und sie war absolut in einem Schockzustand. Und ich vermute, dann hat sie angefangen, sich zu ritzen. Also circa 5 Wochen später. Vorher war das auf keinen Fall. Das ist traurig, weil das bestätigt, was wir bei vielen anderen Fällen bei Freifam sehen, dass das Jugendamt an das, was eigentlich Ursache oder was Kinder tun, was ursächlich in der Obhutnahme liegt, dass sie das dann den Eltern anlasten. Dass sie dann behaupten, das Kind würde sich ritzen, weil die Mutter erziehungsunfähig sei. Dabei ritzt sich das Kind, weil es von der Mutter weggenommen wurde. Genau, korrekt. So sehe ich das ganz genauso. Es ist eigentlich direkt andersherum. Genau. Okay. Ist jetzt ein bisschen erschütternd, das Ganze. Muss ich erstmal sammeln. Für mich auch. Stell dir vor, für mich auch. Das ist ganz schlimm. Ich mache mir so viel Sorgen. Das sind meine Kinder, die ich nicht sehe. Die wurden mir weggenommen. Und was denen auch alles angetan wurde, das ist für mich schlimm. Tatsächlich schlimm. Ich kann das auch überhaupt nicht glauben. Ich bin absolut hilflos, weil ich nichts tun kann. Ich kann einfach nichts machen. Und hänge komplett in der Luft und weiß auch nicht mehr weiter tatsächlich. Was ich musste vorhin denken, als der Dolmetscher übersetzt hat, Teilsorgerechtsentzug, habe ich mir gedacht, meine Güte, wie kann man so ein Wort, ja, Teilsorgerechtsentzug, in Gebärdensprache darstellen? Und das zeigt ja für mich eine hohe Intelligenz, ja, da, wenn ich mich in Gebärdensprache derart differenziert ausdrücken kann, dann muss ich ja diese Intelligenz haben. Also viele Menschen können ja schon das Wort Teilsorgerechtsentzug gar nicht aussprechen, ja.
Richtig, eben, genau. Und die kennen mich ja überhaupt nicht. Die haben noch nie mit mir gesprochen. Die wissen überhaupt nicht, wer ich bin. Wie das Ableinismus, wie ich das schon immer wieder erwähnt habe, das ist das Problem. In der hörenden Gesellschaft passe ich nicht hinein. Also das ist das, wie man das von außen sieht. Und deswegen gibt man mir einfach diese Chance nicht. Also das heißt, vom Jugendamt hat nie irgendjemand mit dir gesprochen. Schon, also was heißt gesprochen? Die waren schon bei mir, natürlich, das kam schon ein paar Mal vor, aber die Kommunikation ist nie abgesichert worden. Es gab immer wieder kommunikative Schwierigkeiten. Dann wurde es ein bisschen so ein, ja, so ein Kauderwelsch, würde ich es jetzt einfach nennen. Ich habe immer versucht, irgendwie vom Mund abzusehen. Es sind viele prozentuale Fehlentscheidungen, die ich dann absehen muss und dann und selber entscheiden muss, ist es tatsächlich so, ist es nicht so. Und ich weiß nicht, das, was auch von Jugendamtsseite verstanden wurde, ob es tatsächlich auch, ob man mich auch gut verstanden hat, ist auch wieder so fraglich. Moment, jetzt muss ich, kein Moment. Entschuldigung. Entschuldigung. Jugendamt, als sie beide war Dolmetscher dabei oder nicht? Und also es war kein Dolmetscher dabei. Es war die ganze Zeit kein Dolmetscher dabei, genau, leider. Also von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, ist es ja nicht so, dass du erziehungsunfähig bist, sondern dass das Jugendamt kommunikationsunfähig ist. Die machen den Denkfehler, dass eine Mutter, die gehörlos ist, mit der die sich nicht verständigen können, ja, weil sie gehörlos ist, dass die ein Defizit hat. Dabei hat ja das Jugendamt ein Defizit, weil die ja Dolmetscher nicht zulassen, weil die es nicht schaffen oder nicht willig sind, dich auf eine kommunikativ gleiche Ebene zu holen. Richtig, ganz genau, korrekt, genau so ist es. Was machst du denn jetzt, um deine Kinder zurückzuholen? Ich versuche jetzt gerade ein Umgangsrecht tatsächlich zu erkämpfen. Das ist schon seit 8 Monaten so. Ich habe keinerlei Umgangsrecht, stoße wieder mal nur auf Barrieren. Seit März läuft der Antrag auf Umgangsrecht. Und am 19. Juli, jetzt kommenden in 2 Wochen, was am 30. Juni abgelaufen ist, wird jetzt am 19. Juli verhandelt. Und jetzt möchte ich noch mal einen Antrag auf Sorgerecht stellen, auf komplettes Sorgerecht stellen. Habe auch mit meinem Rechtsanwalt schon Kontakt gehabt. Möglicherweise wird es dann im September nochmal verhandelt. Die Pflegestelle hat ja quasi die Vormundschaft. Ah, okay, es geht jetzt gerade um Entschädigungszahlung. Und die Pflegestelle ist irgendwie ein bisschen sauer diesbezüglich, weil ich so eine Art Entschädigung verlange. Und die Pflegestelle hat jetzt das Jugendamt kontaktiert. Und dann ist bei Gericht ohne mich, ohne mein persönliches Erscheinen, ein Beschluss angefertigt worden vor kurzem. Ich war nicht dabei, das will ich nur noch mal betonen. Und es ist auch nicht anfechtbar, das will ich auch noch mal betonen. Das Umgangsrecht von 25. und 26. Juni
bezüglich meiner zweiten Tochter. Genau, und die Pflegestelle bekommt jetzt quasi das vollumgängliche Umgangsrecht. Und es ist nicht anfechtbar. Die haben sich jetzt zusammengeschlossen, das Jugendamt und diese Pflegestelle. Und jetzt am 19. Juli wird dann eine Gerichtsverhandlung geben und dort wird nochmal alles verhandelt. Ja, das war wahrscheinlich eine Eilentscheidung. Richtig, korrekt. Das war eine Eilentscheidung. Meine Tochter wird ja nächstes Jahr 18 und die haben natürlich jetzt so ein bisschen Sorge, vermute ich mal, damit die da in diese Institution bleibt und soll zurück in die Pflegestelle. Und die sind schon gut darauf vorbereitet und wollen natürlich auch mit meiner zweiten Tochter ein Umgangsrecht. Ich vermute, dass die jetzt alles schon in die Wege leiten, um sich irgendwie adäquat vorzubereiten. Also, wie alt waren deine Kinder, als sie bei dir rausgenommen wurden? Die erste war 15 und die kleine war 9. Also das heißt, du warst ja bei der einen 15 Jahre lang erziehungsfähig und bei der anderen 9 und plötzlich warst du es nicht mehr. Richtig, korrekt. Korrekt. Also wenn eine Mutter ein Kind 15 Jahre lang aufziehen kann, warum soll sie es dann nicht bei einem 9-jährigen Kind auch tun können? Und meine beiden Töchter sind auf dem Gymnasium, das darf man nicht vergessen. Die sind intelligent. Ich bin intelligent. Also das ist überhaupt nicht möglich. Ich verstehe das Ganze überhaupt nicht. Und deine Töchter, die haben mit dir in Gebärdensprache gesprochen. Ja, selbstverständlich. Die können das. Wir können uns innerhalb der Familie kommunikativ äußern. Selbstverständlich. Das ist quasi die Muttersprache deiner Kinder, wortwörtlich. Ja, wenn man das so nennen kann, natürlich. Ja, ich denke schon, wir machen so ein bisschen eine Mischform. Wir sprechen ein bisschen, gebärden ein bisschen. Ja, also wir können uns auf jeden Fall unterhalten. Und die haben dann irgendwann natürlich die Gebärdensprache immer weiter gelernt. Es ist auch die Lautsprache, also das Deutsch, das gesprochene Wort, haben die natürlich auch gelernt. Und so sind sie zweisprachig aufgewachsen. Was heißt denn dein Fall für gehörlose Eltern in Deutschland? Es gibt Fälle, die ähnlich mit meinem Fall zu vergleichen sind. Es gibt einen ähnlichen Fall auch in München, aber da waren natürlich auch Gewalt, spielte da eine Rolle. Deswegen will ich mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich hatte auch versucht, mal irgendwie, ich finde es schade, ich hatte versucht, so ein bisschen im Austausch zu treten mit anderen gehörlosen Familien. Es gibt vereinzelt Fälle, aber die kenne ich leider nicht. Leider. Okay. Es gibt ja, auch ich habe hier im Alb-Donau-Kreis erlebt, dass eine Familie, ja, das sind behinderte Eltern, denen wurde die zweijährige Tochter, die noch gestillt wurde, weggenommen, ja, von den Eltern. Die haben das Kind, glaube ich, 1,5 Jahre später wieder bekommen, da haben wir auch darüber berichtet. Es gab ja auch diesen berühmten Fall, wo das Karlsruher Jugendamt zwei behinderten Eltern die Kinder weggenommen hat, wo nachher der Europäische Gerichtshof Deutschland verurteilt hat für diese Tat und die haben auch ihre Kinder zurückbekommen. Also es gibt in Deutschland immer noch Jugendämter und Gerichte,
die diskriminierend gegen Behinderte Recht sprechen und vorgehen. Richtig, ich fühle mich sehr, sehr massiv diskriminiert. Sehr oft ist das der Fall auch. Und das ist nicht richtig, was hier vonstatten geht. Das geht überhaupt nicht. Und der Fokus ist ganz klar hier auf die Diskriminierung zu sehen. Okay, alles klar. Britta, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden bist. War sehr schön, das Interview mit dir. Ich danke auch dem Dolmetscher, den ich ja hier aus dem Video rausschneiden werde. Aber vielen Dank für deine Hilfe. Ebenfalls auch von der Britta und auch von mir als Dolmetscher auch nochmal herzlichen Dank. Nochmal die Frage an Britta. Hast du mich gut verstanden? Ist wichtig, weil das veröffentlicht wird. Ja, freilich. Okay, alles klar, prima.